Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es ist Sonntag, der 28. und das bedeutet, bald ist Sommer. Und ich werde jetzt als allererstes mal meine Pflanzen gießen, wie immer. Und ich sehe gerade, dass wir keine Post haben. Das bedeutet, dass der Clint noch nicht mit meiner Kupferaxt fertig ist, oder? Ich hätte eigentlich gehofft, dass die heute schon da ist, aber gut, leider nicht. Und ich glaube, Robin ist mit dem Silo auch noch nicht fertig. Da können wir gleich auf jeden Fall mal schauen. Aber ich werde hier jetzt noch kurz die Pastinake gießen. So, Robin, meine Liebe, wie sieht es... Oh, das ist fertig. Ach, wie cool. Das bedeutet, wenn ich das hier jetzt... Ja, dann haben wir jetzt Heu und das wird jetzt alles im Silo gelagert. Oh, wie super. Oh, das freut mich. Das ist echt schön. So, das Ei nehmen wir mit. Hallo, liebe Pizza, du darfst jetzt auch gerne raus. Ach, schön. Und jetzt ist hier auch mit Heu alles befüllt. Das bedeutet, wenn sie alles, was auf der Bank liegt, aufgefuttert hat, dann können wir da immer schön nachfüllen. Ach, das finde ich ja richtig gut. Und ich gebe jetzt auf jeden Fall erstmal dem Struppel ein bisschen was zu trinken. Jetzt hat er den Weg hier freigemacht. Na, super. Und dann wollte ich heute, wie es aussieht, zu Gunther und auch noch zu Clint. Und was haben wir für eine Quest? Tiefer in die Mine. Alles klar. Dann würde ich da jetzt erstmal ganz gerne hingehen. Ich packe auf jeden Fall die Bohnen weg. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch die Omnigeode. Ja, klar. Oh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. So, das Ei packe ich auch mal hier rein. Ich hoffe, dass wir dann bei Gelegenheit diese Mayonnaise-Maschine herstellen können. Was brauchen wir dafür? Ein Erdkristall. Den habe ich doch jetzt auch, ne? Den habe ich doch auch. Also Holz, Stein, Erdkristall, Kupfer. Holz, Stein, Erdkristall, Kupfer. Das bedeutet, ich habe jetzt alles dafür. Oh, das ist ja super. Pass auf, dann machen wir das mal eben. Muss ich mir nur gerade überlegen, wo wir die hinstellen. Soll ich die erstmal hier zu dem Ofen stellen? Oder vielleicht direkt hier dran? Das sieht jetzt im ersten Moment wahrscheinlich noch ein bisschen doof aus. Und jetzt habe ich das Ei weggepackt, blöd wie ich bin. Aber ich würde ja hier ganz gerne einen Zaun drum machen. Und dann können wir mal schauen, ob die Mayonnaise-Maschine dann dort tatsächlich noch bleibt. Oder ob wir sie tatsächlich woanders hinstellen. So, jetzt kommt erstmal das Ei da rein. Ich meine, das hat ja auch einen Moment gedauert, ne? Von daher ist das schon okay, glaube ich. Wenn ich jetzt erstmal gehe... Und dann hoffe ich echt, dass wir spätestens am nächsten Tag die Kupferaxt bekommen. Ich möchte sie unbedingt wieder haben. Und damit kann ich dann auch hoffentlich diese großen Holzblöcke, Baumstämme, ja, hoffentlich weghacken. Ich hoffe sehr, dass es mit der Kupferaxt geht. Nicht, dass ich dafür noch die Eisenaxt brauche. Aber das werden wir sehen. So, 8.50 Uhr. Zu Pierre muss ich jetzt, wie gesagt, nicht mehr, denn der Frühling ist bald sowieso vorbei. Da bringt es nichts mehr, jetzt noch großartig was anzupflanzen. Ich könnte mal eben kurz schauen. Sind das doch nur 28 Tage? Mist, ich bin fest von 29 ausgegangen. Ich bin fest von 29 Tagen ausgegangen. Ach, das ist ja richtig blöd. Gotteslachs, haben wir den noch dabei? Für Jody, ja, ich weiß gerade nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu Gunther und zu Clint. Das ist echt doof, Leute. Ich habe mit 29 Tagen gerechnet. Oh, eine Eichel. Nur deshalb habe ich überhaupt die Pastinaken angepflanzt. Aber ich glaube, ich habe es ja schon letzte Folge gesagt. Wir haben nicht so viel für die bezahlt. Das heißt, wenn die jetzt... im Endeffekt umsonst gepflanzt waren, dann war das gar nicht so schlimm. So, als allererstes gehen wir zum guten Clint, schauen hier nochmal kurz in die Mülltonne. Da ist leider nichts drin. So, mein Lieber. So, oh! Hä, hat der nicht gesagt, der bringt die vorbei? Du erhältst Kupferaxt. Hat der nicht gesagt, der bringt die vorbei? Was zur Hölle? Aber gut, deshalb, ja, freue ich mich jetzt. Ist ja schön, wir brechen jetzt erstmal das hier auf. Was ist da drin? Oh, das ist auf jeden Fall was für Gunther. Geisterkristall, ach super. Und nochmal 5 Kupfererz. Gut, können wir gebrauchen. Und was haben wir hier? Oh, das ist auch was für den Gunther, ne? Ein Kalzit. Okay, okay. So, Werkzeuge verbessern. Stahlaxt, 5000 plus 5 Eisenbarren. Okay, okay. Gießkanne finde ich gar nicht so wichtig. Die habe ich immer erst als allerletztes, glaube ich, getuned. Spitzhacke wäre natürlich noch super, ne? 2005 Kupferbarren, da haben wir jetzt gerade nur 4 dabei. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Und ich hoffe so sehr, dass wir jetzt mal wieder eine Belohnung oder so bekommen. Das wäre echt schön. Wenn der Gunther da irgendetwas für uns hätte, so dem Museum spenden. Erstmal den Amethyst. Neue Belohnung. Oh, wie gut. Ist ja richtig toll. Was? Das kommt jetzt nur, weil ich generell wieder was hingepackt habe. Ne? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Oder kriege ich echt 2 Belohnungen? Das wäre voll super. Gunther, wie sieht's aus? Belohnung abholen. Was ist das? Sternfruchtsaat.
pflanze sie im Sommer, wächst in 13 Tagen heran. Und das hier Möbel kann in deinem Haus platziert werden. Ach super. Stehende Geode. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und dann, Gotteslachs. Okay, gehen wir jetzt nochmal kurz nach unten zum Strand, gucken, was da so los ist. Und dann werde ich mal schauen, ob wir noch einen Gotteslachs haben. Und eventuell könnte ich mir auch ein zweites Huhn kaufen, ne? Oh, hier ist ja mal wieder richtig was los mit Muscheln. Ach, schön. Und was haben wir hier? Das möchte ich doch direkt mal aufkloppen. Was ist es? Was ist das? Getrockneter Seestern. Was? Gab es das früher auch schon? Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Ja, toll. Der Gunther, was der mal alles weiß, ne? Da noch eine Koralle. Boah, es ist ja richtig ergiebig heute hier am Strand. Ach, schön. Da ist sonst... Ach doch, da ist noch eine Auster. Und da oben können wir nochmal graben. Wow. Was ist heute hier los? Finde ich ja voll gut. So, dann kommt das noch mit. Lehm. Ach, super. Lehm können wir natürlich immer gebrauchen. Gut, gut. Dann denke ich, werde ich jetzt tatsächlich unten rumgehen. Da vielleicht noch die Mülltonnen looten, sofern da was drin ist. Und hier die Muscheln noch mitnehmen. Und dann gucke ich kurz bei der Mani vorbei und schaue, wie teuer ein zweites Huhn ist. Ich meine, kann ja da nicht schaden, ne? Aber trotzdem, ich dachte wirklich, es wären 29 Tage. Habe ich doch noch so blöd in einer Folge gesagt. Ja, da haben wir noch so und so viele Tage. Hallo, das Wetter ist heute interessant, oder? Penny, du sagst immer das Gleiche. Wirklich. Mit dir möchte ich nicht mehr quatschen. Möchte sie vielleicht eine Muschel? Das könnten wir mal probieren, oder? Mag sie die vielleicht? Du hast Penny heute bereits... Was? Hat sie die jetzt gerade genommen und sich nicht bedankt dafür? Was zur Hölle? Oh, Katzenfisch. Oh nein, jetzt ist das Inventar schon wieder voll, ne? Was will ich denn wegpacken? Ach, wir können auch später wieder kommen. Oder? Hoffe ich zumindest. Wäre da was drin? Nein. Wenn ich das jetzt nochmal versuche, dann ist das Ding nicht mehr drin. Ach, doof. Ja, ich wollte jetzt aber auch echt nichts wegtun. Also wirklich. Weil Lehm, da bin ich jetzt wirklich heiß drauf. So, Manni, ich hoffe, du hast geöffnet am Sonntag. Ja, das sieht schon mal gut aus. Tiere kaufen, genau. Wie teuer sind die? 800. Wollen wir noch ein zweites Huhn kaufen? Komm, das machen wir. Damit die gute Pizza nicht so alleine ist. Oh, da ist schon ein bisschen Mayonnaise fertig. So, was ist das denn für ein Name? Snoozaboo. Ach, das ist ja süß. Was haben wir noch? Brucabel Juno Snatu. So, wir wollen aber natürlich wieder ein italienisches Gericht. Pasta ist jetzt zu langweilig. Wir haben Pizza, was können wir denn nochmal machen? Was ist denn nochmal italienisch? Wir können auch einfach sagen Mozzarella. Richtig geschrieben, ne? Mozzarella. Ja, will ich hoffen. So, haben wir jetzt eine kleine Mozzarella. Sehr schön. Ich sende die kleine Mozzarella sofort zu ihrem neuen Zuhause. Dankeschön, Mani. Nee, sonst brauche ich nichts. Mit Shane möchte ich auch nicht quatschen. Der ist immer so unfreundlich zu mir. Und dann kann ich jetzt hier ein bisschen auf der Farm was machen und ein bisschen Heu einlagern. Das finde ich schön. Das wird jetzt unser Silo haben, wobei ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch irgendwie nur begrenzt war. Wir werden es vielleicht gleich schon sehen. Ich weiß nicht, ob 50 oder 100, ich habe keine Ahnung, 21? Kein Plan. Wenn das überhaupt so war, wie ich mir das denke, aber gut. Werden wir sehen. Ja, mit den Fasern ist das jetzt natürlich blöd, wenn mein Inventar noch voll ist. Aber gut, können wir vielleicht später noch holen, ansonsten sind die auch nicht so super wichtig, ne? 5. Hast du den Rest jetzt eingelagert? Können wir das irgendwo sehen? Nee, geht gar nicht, ne? Ach doch, 240 passen rein. Ach, das ist ja super. Das ist ja mal richtig gut. Oh, wie niedlich. Mozzarella, hallo. Oh, wie süß. So, dann werde ich jetzt erstmal ins Haus gehen und gucken, ob wir da diese wunderbare Geode aufstellen können. Einfach mal da so. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man doch einfach mal machen. So, dann schaue ich mal eben kurz, was wir hier verkaufen können. Also, das kann weg, das kann weg. Was ist das? Miesmuschel kann weg. Das ist für Gunther. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das behalten wir. Das kann weg. Herzmuschel. Oh, nicht schlecht. Das Ei behalten wir dann auch erstmal. Und ich packe auf jeden Fall das hier in die Truhe. Dann packe ich das in die Truhe, das in die Truhe, das hier rein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Lehm brauche ich nicht. Das möchte ich da haben. Und habe ich noch Kohle? Ja, habe ich sogar. Davon habe ich 9. Das bedeutet, gut, kann ich jetzt leider nur einmal einen Kupferbarren herstellen. Aber gut, besser, huch, besser als nix, ne? Dann machen wir da einmal den Kupferbarren, schnappen uns die erste Mayonnaise. Ach, super. Und da kommt dann direkt das nächste Ei noch rein. Ja, und dann wollte ich noch mal gucken, was war das jetzt? Dieser komische
Barsch oder whatever. So, dann wird das auf jeden Fall verkauft und die beiden können jetzt auch schon wieder weg, weil noch mehr kann ich ja, wie gesagt, nicht machen. So, Gotteslachs, genau, das war's. Gotteslachs für Jody. Das ist der Hering, das ist der Gotteslachs. Okay, okay, Jody, meine Liebe, du wohnst unten, ne? Dann gehen wir dahin. Und dann würde ich heute vielleicht ganz gerne noch ein bisschen angeln. Also Mine heute echt nicht. Mine habe ich jetzt oft genug gemacht. Vielleicht noch ein bisschen angeln, da ein kleines bisschen weiterkommen wäre ganz schön. Wer steht denn hier? Ach, das ist der Harvey. Warum ist der denn mal draußen? Hm, ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Ich sollte versuchen, ein paar Patienten aus anderen Städten zu holen. Ja gut, dann mach das doch. Hallo, Vincent. Hi, du. Oh, ich finde den so niedlich, ne? Der Vincent ist echt toll. So, wie sieht's jetzt hier aus? Kann ich da doch noch was nehmen? Nee, ne? Nein, funktioniert nicht. Schade. So, Jody, hier wohntest du, oder? Wohntest du nicht hier? Ist hier oben jemand in der Küche, im Schlafzimmer? Ich meine, aber das war ihr Haus, ne? Obwohl, nein. Ist Jody nicht die Mutter von dem Sebastian? Obwohl, Mutter weiß ich gar nicht, aber hier unten... Ach nee, der Sebastian wohnt ja oben. Ja, boah, Leute, ich blick da nicht durch bei den ganzen Frauen, ne? Hi, Lilly. Züchtest du Schafe auf deinem Hof? Du kannst die Wolle zu wundervollen Stoffen verarbeiten. Ich weiß, aber erst später, wenn ich dann tatsächlich Schafe habe. Jody, bist du hier irgendwo in der Nähe? Wir können ja auch nochmal gucken, wer sonst da ist. Es ist so schön, in der Nähe des Meeres zu leben. Das Geräusch der Wellen wiegt mich immer in den Schlaf. Auch Evelyn. Als Kinder haben wir nach Muscheln gesucht, sobald es Ebbe war. Das waren doch Tage. Ach ja, Maro, da habe ich immer das Gefühl, die ist so oft alleine. Wenn du mein Halbbruder einen geschmacklosen Streich spielen willst, dann gib ihm Omelette. Er wird dir das aber vielleicht nicht verzeihen. Oh. Ihr Halbbruder ist dann der Sebastian, oder? Hoffe ich. So, ich möchte eben kurz zu Pierre und wissen, ob die Jody zufällig da ist. Ich bin seit ganzen 20 Jahren Bürgermeister dieser Stadt. Keiner möchte gegen mich antreten, wenn es Zeit für die Wahlen ist. Ich gehe immer davon aus, dass ich also alles richtig mache. Ja, das ist doch schön. Ich mag es, Bürgermeister zu sein. Das freut mich, mein Lieber. Das freut mich. Oh, Jody. Hey, Jody, ich habe was für dich. Schau mal hier. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Vielen, vielen Dank. Mal sehen, hier ist dein Geld. Oh, ich finde die so lieb, ne? Schade, dass man die nicht heiraten kann. Würde ich nämlich ganz gerne machen. Aber gut. So. Es ist 16 Uhr. Zu Gunther eben das Zeug da wegbringen und dann noch ein kleines bisschen angeln. Penny, mit dir möchte ich jetzt gerade nicht quatschen, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, du sagst sowieso immer das Gleiche. Was genau ist das? Ach ja, getrockneter Seestern. Okay. Oh, da steht der Sam. Vielleicht können wir den gleich nochmal anquatschen. So, Gunther, ich bin schon wieder da. Wie schön, dass dein Museum noch geöffnet ist und wie immer niemand da ist. So, dem Museum spenden. Das kommt einfach mal hier hin. Keine neue Belohnung. Schade. So, mein lieber Sam, dann quatsche ich dich jetzt nochmal an. Steht hier auch so alleine. Hallo? Hallo? Kann ich ihn nicht anquatschen, weil er vor dem Bus steht? Nee. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ach, schade. Komm, dann werfen wir mal die Angel aus. Hallo, Elliot. Der steht auch ständig am Wasser, ne? Habe ich so das Gefühl. Habe ich nicht in der letzten Folge Köder gemacht? War das nicht irgendwie so? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die ausgewählt habe. Oh, was ist das? Das ist irgendwas Bekanntes, glaube ich. Das wird aber perfekt. Sehr schön. Was ist es? Ach, der Schwarzbarsch. Okay. Wie ist es mit den Ködern? Ja, ich habe 46. Okay. Hatte mich jetzt gewundert, weil es ja doch ein bisschen länger gedauert hat. Oh, was ist das denn? Durchweichte Zeitung. Das war bei Müll, glaube ich, oder? Das ist Müll. Ja, okay. Außer, wie gesagt, wenn wir diese Recyclingmaschine haben. Ich weiß, dass da auf jeden Fall die Brillen rein können. Und ich glaube auch die CDs. Bei den Zeitungen bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber vielleicht behalte ich sie auch, weil ich meine, Müll bringt jetzt auch nicht besonders viel Kohle, ne? Das hier wird leider nicht perfekt. Was ist das denn? Was ist das denn? Schon wieder der Schwarzbarsch? Okay. Oh, Elliot haut schon wieder ab. Vielleicht können wir den Sam dann gleich noch ansprechen, wenn er auch da weggehen sollte. Oh, wie gut es einfach läuft mit den Ködern, ne? Das ist so gut. Oh. Ah, Mist. Nein, nein. Da habe ich einmal zu doof geklickt. Schade. Hätte auch perfekt werden können. Aber gut. Na, komm schon. Der Alex bewegt sich da gar nicht mehr weg. Oh, eine Dose. Und er bewegt sich weg. Hallo, mein Lieber. Oh, es ist ein netter Tag, oder? Ja, geht so. Geht so. Er bleibt da noch kurz stehen und guckt.
Oh Mann, ich will keine grünen Algen, ich will Fische. Irgendwelche außergewöhnlichen, die ich noch nicht hatte. Oder aber irgendwelche, die gleichzeitig einen Schatz liefern. Oh, das könnte perfekt werden. Ja! Was ist es, Gotteslachs? Ja gut, wenn ich immer an den gleichen Stellen fische, ist auch klar, dass da nicht viel bei rumkommt. Da könnte man vielleicht mal in der Mine in Ebene 20 ein bisschen angeln. Da, wo wir diesen indischen, was war es, Glaswels oder so bekommen haben. Perfekt. Aber es ist wieder, was ist es? Eine Presse. Okay. Ich meine, aber davon haben wir noch einen im Inventar. Gleich mal eben schauen, wie gefüllt hier unsere Taschen sind. Ob es sich überhaupt noch lohnt, hier weiterzumachen. Wer läuft da oben rum? Ach Mist, der Clint. Clint, du hast mich abgelenkt. Du bist schuld. Habe ich die Angel zu früh rausgezogen? Na komm schon. Jetzt aber. Keinen Fehler machen. Dann wird es auch perfekt. Sehr schön. So, und was ist es? Ist doch wieder die Brasse. Jo, das ist wieder die Brasse. Wir hätten rein theoretisch noch ein bisschen Platz. Ne? Ein bisschen Energie haben wir auch noch. Deshalb würde ich jetzt ganz gerne versuchen, auf der Farm diese dicken Baumstämme wegzuschlagen, sofern es geht mit der Kupferaxt. Zum Holzhacken, ja. Zum Holzhacken ist schön und gut. Die Frage ist, was kann damit alles gehackt werden? Also Schwarzbarsch verkaufe ich, wie gesagt, durchweichte Zeitung. Ich behalte sie mal. Cola-Dose, 13 Energie. Oh, sollte ich vielleicht zur Not auch behalten. Aber alles andere, ich glaube, so Grünalge und so, könnte dann rein theoretisch weg. Also, Gotteslachs, ja, du kannst weg. Grünalge kann weg. Und die beiden Brassen können auch weg. Und der Schwarzbarsch kann auch weg. Und dann kommt das hier beides hier rein. Und dann schnappe ich mir noch eben den Kupferbarren. Und dann bin ich gespannt. Die Mayonnaise nehme ich natürlich auch mit. Mach mal hier eben den Shop zu für euch. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das sieht gut aus, Leute. Sehr schön. Und bekommen wir nicht durch diese Dinger das Hartholz? Ja, genau. Und wir brauchen, ich glaube, 99 Hartholz. Zweimal 99 normales und ein paar Steine, ne? Für das, wie heißt das, Gemeinschaftszentrum. Aber das finde ich ja schon mal richtig gut, dass wir das hier jetzt wegkloppen können. Funktioniert das hier auch schon? Nee, deine Axt ist nicht stark genug. Okay, gut. Ist aber, wie gesagt, schon mal ein kleiner Fortschritt. Das freut mich, dass das jetzt funktioniert. Und ich denke, als nächstes wird dann, was die Werkzeuge angeht, auf jeden Fall in die Spitzhacke investiert. So, sehr schön. Dann hätte ich noch gerne den da oben rechts beseitigt, der hier irgendwo am Wasser ist. Die beiden eigentlich. Stellst du dich mal bitte richtig hin. Lilly, was tust du da? So, das nehmen wir auch mit. Zwei Stück bringt es nur. 12 Stück haben wir jetzt. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir sonst noch Hartholz herbekommen. Also abgesehen jetzt hier auf der eigenen Farm, weiß ich gerade gar nicht. So, also das wird auf jeden Fall behalten. Das wird behalten. Ja, kommen die Fasern auch. Der wird behalten auf jeden Fall. Davon haben wir nur 4. Das ist schade. Davon 5. Da jetzt insgesamt 15. Okay. Die Mayonnaise verkaufen wir auch erstmal. Und dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit fürs Bett. Und dann, Leute, bin ich echt gespannt auf den Sommer. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Ins Bett gehen. Ja. Und, wie viel haben wir? Wow, über 1000. Ach, super. Das ist schön. So, erster Tag im Sommer. Jahr 1. Ach, toll. Ich freue mich. Struppel, es ist Sommer, wo auch immer du bist. Ach ja, der Sommer sieht ja erstmal fast genauso aus. Ne? So, die kann ich jetzt hier alle komplett raushauen. Ne? Ja, das bringt alles gar nichts mehr. Struppel läuft rum. Die Musik hat sich geändert. Ach, toll. Aber stimmt, so viel... So viel hat sich hier zumindest optisch nicht wirklich verändert. Jetzt gucke ich aber mal nach, was für Samen wir haben. Also Melonensaat 12 Tage, alles klar. Was war damit? Wächst in 13 Tagen. Das ist aber nur eine, oder? Sternfruchtsaat. Das ist nur eine. Das bedeutet, wir könnten 2 Zehner reinmachen oder ja, wie auch immer. Müssen wir mal schauen. Ist da denn noch irgendwas für den Sommer drin? Nein, der ist für den Frühling. Alles klar. Gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir, ich überlege mir das gerade schon mal, falls ich hier später einen Weg haben möchte. Ist es aber hier gar nicht so schlecht, ein Feld anzulegen. Also 1, 2, 3, 4.
dann würde ich sagen, machen wir hier noch Nummer 5. Dann machen wir da noch einen, genau. Pflanzen das da noch an, da noch an, da noch an und da noch an. Und dann überlege ich, ob ich noch ein kleines bisschen Platz lasse, um das später noch mehr anzubauen. Weil ich habe das eigentlich immer gerne so total akkurat, ne? Das stört mich dann jetzt, dass da die Sternfrucht drin ist. Ich weiß ja nicht. Ich hätte das gerne. Pass mal auf, kann ich die nicht auch irgendwie wieder mit rausnehmen? Wie war das nochmal? Einfach so. Ich bin bisher auf keine Krähen getroffen. Wie kann ich die denn nochmal mitnehmen? Ach ja, so kann ich die mitnehmen. Okay, dann mache ich das nämlich hier so, dass ich hier... dass ich die Erde da so hinsetze, genau. Dann packe ich da oben die Sternfrucht rein und kann dann zur Not immer noch weitere davon kaufen, ne? Das ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay, dann wird das erstmal bewässert. Oh, diese fröhliche Musik. Ich freue mich voll. Und vor allem freue ich mich darauf zu sehen, was wir für den Sommer jetzt, also was im Sommer alles so für Events und so starten. Und ich möchte mal eben gucken, haben wir da jetzt eigentlich irgendwas gefangen in unserem tollen Behälter da? Nee, schade, ist noch gar nichts drin. Pass mal auf, ich hau das hier mal eben weg. Das hauen wir weg, das hier. Na komm, damit es hier unten schon mal ein kleines bisschen schön ist. Aber dann würde ich ganz ehrlich wirklich jetzt so langsam gerne mit einem Zaun anfangen, den wir einfach hier so ein bisschen drum ziehen. Ich mag das immer mit Zaun, dass es ein klein wenig eingezäunt ist. Deshalb schnappe ich mir jetzt erstmal mein ganzes Holz und dann muss das Gemeinschaftszentrum einfach noch warten. So 197. Und da noch was drin? Nein. Und wie sieht das Rezept für das Holztor aus? Achso, auch einfach nur Holz, ne? Pass mal auf, wir machen das einfach mal... 12 kann ich gerade noch nicht einschätzen. Ich weiß noch nicht, wie groß das Ganze sein soll. Das werde ich jetzt gleich sehen. Auf jeden Fall hätte ich das hier gerne so ein kleines bisschen eingezäunt. Hier einfach mal, da einfach mal. So reicht es aber schon. Es muss nicht riesig sein. Packen wir das dahin, dahin. Kann ich nicht jetzt? Pass mal auf, wir machen schon mal ein Tor. So, das Tor kommt dann von mir aus einfach mal da so hin. Genau, da machen wir da. Na, komm schon, da noch weiter. Ach, muss ich das hier alles erst wegmachen? Das wusste ich nicht. Ja, pass auf, dann mach das noch weg. Und dann haben wir jetzt noch 6. Okay, können es dahin machen, dahin machen. Und dann hätte ich aber trotzdem noch gerne ein bisschen mehr Auslauf. Dahin, dahin. Und dann hier so runter, oder? Ich meine, das müsste doch gehen. Ach, ich muss das doch nicht wegmachen, das ist ja super. Ja, hier aber anscheinend, oder ich stehe gerade blöd. So, wie viel sind das? 2 oder 3 noch, die wir brauchen? 2, 3. Mal gucken, ob das so passt. Irgendwie erkennt man es so nicht so wirklich gut, ne? Kann ich das nicht einfach dahin machen? Doch, geht doch. 2, aber dahin nicht. Warum denn nicht? Doch, so. So ist doch jetzt alles zu, oder? Wenn ich das hier jetzt öffne und dann Struppel rennt da rum. Das hier kann ich wegmachen, genau. Aber so ein bisschen Gras hätte ich da ganz gerne noch drin. Das hier kann dann auch weg. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal kleines Gebiet hier eingezäunt. Großer Fortschritt. So, das hier mache ich nochmal eben weg und dann kann ich das hier jetzt auch wegmachen. Dann ist das Ganze hier ein bisschen schön und dann kann ich da jetzt hoffentlich gleich ein relativ großes Feld anbauen. Zumindest ein klein wenig größer, als es bisher war. Das kommt noch mit, das kommt noch mit. Na, schon. Und das da unten kommt auch noch mit. So, wir haben 11.10 Uhr. So, das kommt rein. Den Rest nehme ich einfach mal mit. Für Gunther habe ich jetzt gerade auch nichts, ne? Nein. Okay, gut. Dann machen wir uns auf ins Dorf, schauen, was so ansteht und was wir jetzt hier finden. Ich glaube, jetzt gibt es doch Beeren oder so, ne? Wachsen nicht jetzt... Ne, den Bus möchte ich nicht. Wachsen jetzt nicht irgendwo Beeren? Können wir die mitnehmen? Nee. Aber es gab Beeren. Meine ich mich erinnern zu können. Oh, da ist der Sam. Hallo Sam, warte mal bitte. Im Sommer sind weniger Pollen unterwegs. Das macht meine Nase sehr glücklich. Ach, du bist ja niedlich. Du bist ja niedlich. Also, was steht im Sommer an? Der Geburtstag von Jess? Was war denn nochmal? Luau. Tanz der Mondlichtquallen. Ich dachte gerade im ersten Moment, Luau, wer tanzt der Mondlichtquallen? Weil daran erinnere ich mich. Aber was ist das? Ich weiß es nicht. Jess hat am 4. Geburtstag. Okay. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir hier unser Geld verprassen können. Hallo Mani. Ich liebe Tiere, Frau Lilly. Kümmere dich gut um sie und wir werden definitiv Freunde. Ja, ich gebe mein Bestes. Der Sommer ist hier. Er ist nicht wirklich meine Lieblingsjahreszeit. Oh, warum denn nicht? Warum denn nicht? So, Melonen. Also, ich würde sagen, wir kaufen davon... Ich muss ein bisschen aufs
Geld achten. So, wir kaufen davon 10 bzw. 11 für den freien Platz. So, was ist mit den Tomaten? Wächst in 11 Tagen heran, kann aber danach mehrmals geerntet werden. Okay, das bedeutet, davon kaufe ich 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar, dann haben wir noch Blaubeeren, wächst in 13 Tagen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Peperoni-Saat wächst in 5 Tagen, kosten 40. Wisst ihr, was ich glaube? Die in 12, die in 11, die in 5. Also Peperoni geht relativ fix, ne? Kosten 40. Pass mal auf, 5. Ich glaube, davon hole ich nochmal 10. Ich weiß, ich gebe gerade relativ viel aus. Weizensaat, ernte ihn mit einer Sense. Achso, wächst im Sommer oder Herbst. Radieschen wächst in 6 Tagen. Oh, ich möchte so viel, ne? Ich möchte so viel, aber ich glaube, es wird zu viel. Radieschensaat. Hopfen. Ach, hier gibt es ja auch noch. Oh, Leute. Nee, komm, für den ersten Tag reicht das. Das reicht wirklich aus, will ich doch hoffen. Dass wir uns so ein bisschen auf die Melonen dann konzentrieren, auch wenn die ein bisschen lange brauchen. Aber auf jeden Fall bringen die dann auch ein bisschen was ein. Hallo Lea. Man merkt am süßen Nektarduft in der Luft sofort, dass es Sommer ist. Ach ja. Ach ja. So, ich würde sagen, ich gehe mal eben kurz bei den beiden Häusern hier vorbei. Da läuft gerade der Elliot rum. Elliot, verschwinde. Ich möchte hier die Mülltonnen gerne durchwühlen. Na komm schon. Geh in den Busch oder so. Nee, da war nichts drin. Okay. Und dann möchte ich gleich auf jeden Fall... Oh, ein Hecht. Möchte ich auf jeden Fall zum Strand, weil ich nämlich nicht mehr weiß, ob es in irgendeiner Art und Weise andere Korallen, Muscheln oder wie auch immer gibt. Weiß ich leider nicht mehr. Aber ich dachte, es gibt Bären oder so. Oder ich habe sie noch nicht gefunden. Oh, Haley. Du bist am Strand? Ich werde mich diesen Sommer so schön bräunen. Ach ja. Ich würde dir gerne was schenken, aber ich bezweifle, dass du Fisch oder so haben möchtest. Von daher lass ich es mal lieber. 38 Energie, Süßwasserfisch, okay? Der schwer zu fangen ist, oha. Kann ich ja froh sein, dass ich ihn nicht fangen musste. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Seeigel. Dann haben wir da vorne noch eine Koralle. So, die kommt auch mit. Und dann können wir endlich mal unsere Farm ein bisschen schön machen, nachdem ich jetzt so viel Geld ausgegeben habe. Aber okay. Na gut, wir könnten noch ein bisschen angeln, aber nee. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da meine Energie gleich vergeude beim Gießen. Deshalb ist das schon ganz gut, wenn wir jetzt zurückgehen. Wir können ja hier zurückgehen. Ach ja, und wir können mal schauen, genau, was wir da unten noch bei den Frühlingszwiebeln finden. Oh, suchst du nach Tante Mani? Ich will genau wie mein großer Bruder sein, wenn ich groß bin. Oh, ihr zwei, ne? Ihr seid so süß. So, ja, wie gesagt, eben gucken, ob da die Frühlingszwiebeln blühen im Sommer. Kann ja sein. Oh, Elliot, hallo. Ein zarter kleiner Sonnenstrahl hat mich heute Morgen geweckt. Ich habe mich noch nie so erholt gefühlt. Ach, Elliot. Tut mir leid, falls dich das nicht sonderlich interessiert. Mich interessiert alles, was du sagst. Trotzdem werde ich dich nicht heiraten. Ganz bestimmt nicht. Hier ist nichts, keine Beeren, kein gar nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich gespannt, ob die Frühlingszwiebeln noch da sind. Es ist gar nichts da. Es ist gar nichts da. Oh Mann. Was ist denn der Sommer für eine trostlose Jahreszeit? Das ist ja richtig doof. Ich hatte so gehofft, hier was Tolles zu finden. Wir können auch beim nächsten Mal, also wenn ich jetzt wieder ein bisschen Geld dann angesammelt habe. Mal schauen, wie das mit den Bäumen ist. Und wir können genau bei der Hutmaus mal eben vorbeischauen. Vielleicht hat sie jetzt im Sommer einen neuen Hut. Irgendwas Schönes, was auch zu uns passt. Gute alte Kapp. Ich weiß ja nicht. Gepunktete Schleife kostet 1000. Mhm. Die hier zieht sicher Aufmerksamkeit auf sich. Erfolg Laufbursche. Erfolg Fischer. Erfolg 15.000. Ja, aber ganz ehrlich, bei 1800 ist es mir das echt nicht wert. Ganz ehrlich. Jetzt irgendwie eine Schleife auf dem Kopf zu haben oder so einen komischen Fischerhut, das muss dann echt nicht sein. Ne, echt Leute, keine Beeren. Gar nichts. Ich bin deprimiert. Warum? Warum ist das so im Sommer? Einmal gemischte Saat, das ist gut. Die mir dann wieder... Moment mal, ist das denn Sommersaat? Ach, das ist egal, ne? Ja, die mir dann wieder einen Platz versaut. Echt, ich habe es immer so gerne in Reih und Glied. Und dann findet man die Saat
Aber irgendwie ist sie dann ja doch zu schade, um sie zu verkaufen, ne? So, es ist Montag. Ist diese komische Frau mit ihrem lustigen Tierchen hier? Kommt die nicht immer montags und... Montags und freitags? Dann steht die doch hier vorne, oder? Nee, ist aber nicht da. Okay, okay. So, komm, nehmen wir das hier noch eben kurz mit. Und dann wird jetzt ein bisschen ausgesät, ein bisschen was schön gemacht. Und der Hecht, ja, der bleibt dann auch erstmal im Inventar, weil ich nicht weiß, wie und wo man den sonst fischen kann. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir ihn. Oh, schaut mal da vorne. Das möchte ich doch jetzt gerne mal kurz ausbuddeln. Lehm, ja. Lehm ist immer gut, Lehm schadet nie. So, das kommt alles schön ins Silo. Die Fasern kommen schön in mein Inventar. Da ist immer noch nichts, ne? Schade, schade. So, also da ist jetzt das Zeug, was sowieso niemand haben will. Mhm. Da kommt jetzt definitiv eine Melone rein. Ich kann ja leider die Sprinkler, die kann ich machen, ja. Mit Kupferbarren und Eisenbarren. Eisenbarren habe ich noch nicht, aber die Sprinkler sind gar nicht so gut. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die nächste Stufe an Sprinklern, die danach kommt, viel, viel effektiver ist. Und von daher würde ich sagen, pflanzen wir an, ne? Und ich hoffe echt, dass ich mich jetzt hier nicht übernommen habe mit dem ganzen Kram, dass jetzt noch die 10 da reinkommen. Oh Gott, und dann nochmal 10. Ja, wir werden sehen. Aber, oh, Problem. Ich weise darauf hin, auf eine der letzten Folgen, wo es hieß, ja, du hast ja so wenig angebaut. Jetzt baue ich mal richtig was an. Und dann werden wir auch weniger Energie haben. Aber nun gut, so, Melonen, ja, sind fast bewässert. So. Die haben wir dann schon mal hier. Da war jetzt irgendetwas. Da haben wir jetzt einmal gemischte Saat. Ich mache jetzt erstmal... ich mache jetzt erstmal hier noch 10, würde ich sagen, für die Peperoni, ne? Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Und dann pflanze ich irgendwie daneben auf der anderen Seite den ganzen Mist, der dann halt nicht in Reihe und Glied ist. So, das hier nochmal gießen, das hier nochmal gießen... So, und da oben noch. So, jetzt habe ich 5 und 5. Wie möchte ich das haben? Ich kann natürlich da einmal 5 machen und da nochmal 5 machen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Also im Endeffekt da so, genau. Na, 4 und 5. Oh, wir haben Lehm. Und dann packe ich die anderen jetzt einfach da drüber. Ja, komm. Ja, genau. Ist dann egal. Ja, dann ist es halt nicht so super schön, aber gut. Dann kann das hier dann auch so langsam mal wieder zuwachsen von mir aus. Ist mir dann auch egal. So, da kommen die hier hin. Und dann werden die natürlich auch noch gegossen. Aber ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser dafür. So, und so. Und dann packe ich da oben die gemischte Saat hin. Und dann passt das auch, hoffe ich. Nee, ich wollte das hier bewässern, genau. So, dann kommt die gemischte Saat einfach mal, nein, da so hin. Da haben wir auch nur eine vorne. Ja, okay. So, da rein. Und auf jeden Fall nochmal gießen und gucken, was daraus wächst. Es sieht so aus. Ach nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Da habe ich mich dann vertan. So, das kommt rein. Das kommt definitiv rein. Das kommt rein. Und dann verkaufen wir den Kram hier. Und dann ist es 20.20 Uhr. Energie, ja, geht so. Ich kann hier auf jeden Fall mal kurz vorbeischauen. Habe ich heute eigentlich Eier geholt? Habe ich gar nicht, ne? Wo ist denn? Du bist doch jetzt Pizza, ne? Wo ist denn jetzt Mozzarella? Mozzarella treibt sich noch draußen irgendwo rum. Ja gut, ich hoffe, die kommt dann auch nochmal irgendwann rein. Das wäre schön. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die Höhle. Ist da im Sommer irgendwas drin? Nein, auch im Sommer nicht. Okay, schade. So, dann haue ich den Stein hier auf jeden Fall mal weg. Der stört mich nämlich gerade. Und dann können wir mal gucken, möchte ich denn schon eine Art Weg? Das ist jetzt hier relativ breit, ne? Das sind doch locker... sind doch locker 4 oder so, aber ein Weg dahin. Ich finde das immer so schön, wenn das alles irgendwie schon nett aussieht. Einen Stein haben wir hier. Aber wie viele Steine haben wir generell, ist die Frage. 162 nur? Echt jetzt? Da nochmal 60 dazu. Blumenkohl? Nee, damit können wir gerade nichts anfangen. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen... Was pfeift denn da so? Was ist denn das? Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ich wollte doch den Stein wegpacken. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Für den ersten Tag im Sommer. Wir haben das Feld ein bisschen vergrößert. Das freut mich. Hallo, Struppel. Und dann werden wir jetzt nicht ganz so viel verdient haben. Aber okay, steigen wir irgendwie auf? Nein, leider nicht.
Wie viel haben wir? 280, ja. Magere Ausbeute heute. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!